schönen guten Tag. Oder schönen guten Nacht, weil es schon wieder dunkel draußen geworden in Minecraft. Ja, die Währung, die uns alle interessiert. Mit der nächsten Aufnahme unseres Let's Plays. Let's Play Minecraft ist die Devise und das werden wir auch gleich tun, weil wir gehen wieder in unendliche Tiefen. Aber vorher gehen wir ratzen. Weil ratzen ist auch mal wieder was Schönes. Aufnahmelänge circa 31 Minuten, 32 Minuten diesmal. Wir hören 2DFS, 2DFS, Night Project heißt das Album. Eine griechische Combo. Und ja, entsprechend gruselig, wie sich das hier schon anhört, gehen wir auch gleich in gruselige Tiefen. Und zwar nach unten. Aber hier sieht es doch gut aus. Unser Gemüse wächst und gedeiht. Sogar schon was fast fertig. Naja, wird demnächst richtig fertig sein. Unser Teich ist auch da. Also demnächst werden wir auch mal angeln. Dafür habe ich auch schon Musik. Angeln bei schöner Musik. Diesen Eingang hier habe ich schon vergrößert. Das habe ich beim letzten Mal, glaube ich, ein bisschen gemacht noch. Siehst du, die können wir gleich mal mitnehmen hier, die Kohle. Als ob wir hier Kohle einfach rumliegen lassen würden. Nicht, dass die Leute dann noch sagen, ey, hier Kohle und warum und so. Das wäre nun echt scheiße, wenn das passieren würde. Deswegen machen wir es einfach mal so. Wir sind hier schon unter Seeniveau. Unglaublich. Und da fließt es ganz tief. Können wir auch gleich mal hier exploren. Diese Höhle, die keine ist. Aber wenn hier eine Fackel drin steht, wird hier drin sich wenigstens kein Viehzeug ansammeln. Mal wichtig. Und ja, ihr habt es eben vielleicht bemerkt, das neue Plugin. Also ich habe zwei neue Plugins. Zum einen, weil mir hier meine Karte fehlt, habe ich diese Karte, die uns unsere Umgebung zeigt. Zum anderen, oh, ein Schwein. Zum anderen gibt es die Inventory Tweaks. Die dann auch gleich, wenn Werkzeug kaputt geht, kriegst du gleich die nächste Schaufel in die Hand und so. Das macht schon alles Sinn, weil ohne das ist ja nun echt affig. Und da das echt affig ist, brauchen wir damit gar nicht anfangen. Aber wir werden hier oben einfach mal den Zufluss neuen Wassers stoppen. Es hat uns hier unten schon unser Fackel ermittelt. Soll ja eigentlich nicht passieren, ne? Dies ist ja nichts, was wir wirklich wollen würden. Deswegen hier jetzt ein wenig abgedichtet. Außerdem kein Minecraft-Spieler kann an einem solchen Kohlevorkommen vorbeigehen und so tun, als ob sie nicht interessieren würde. Das funktioniert einfach nicht. Das ist eine quasi fast als genetisch zu betrachtende Unmöglichkeit, dass man das hier einfach so liegen lässt. Bestimmt wäre ich gleich wieder von oben zugeschwemmt. Ja, wusste ich es doch. Gleich nochmal. Oh nein. Ah, okay, diesmal ist es da reingelaufen. Okay. Gut, das heißt, hier können wir vielleicht nochmal Sand machen. So, dann kommt man nämlich hier aus dem Loch auch wieder raus. Gut ausgeleuchtet ist es eigentlich schon. Ja, eigentlich reicht das so, würde ich sagen. So, jetzt hier bloß wieder rausbewegen. Da können wir ja was einbauen irgendwann. Hier hatte ich auch schon gesagt, hier könnten wir so ein kleines Seen-Ding bauen. Hier haben wir eben auf der Karte gesehen, dass hier das Wasser fast einmal drumherum reicht, um die Region, in der wir gerade sind. Da drüben fängt ein anderes Biom an. Wir werden angeln, weil wir wollen auch Ozeloten.
Und dann werden wir auch nochmal Wölfe suchen gehen und so. Das alles passiert demnächst. Aber diese bedrohliche Musik, die wir ja gerade hören, werde ich jetzt mal ausnutzen, um etwas ganz, 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 ganz Bedrohliches zu tun. Ganz, ganz bedrohlich wird's wann? Naja, meistens unter der Erde. Also gehen wir dahin. Außerdem machen wir mal die Tür da wieder zu. So. Ach, 61 Kohle. Wobei, das kann fast so bleiben. Den Sand brauchen wir nicht zwingend gerade. Oh ja, das ist toll. Standardsortierung. Sortierung in Spalten. Sortierung in Zeilen. Oder die Einstellungen. Aha. Na, so sieht das doch schon ganz gut aus. Ich weiß nicht, ich mag dieses Plugin. Es ist halt sinnfrei, sonst hier alles immer zu sortieren von Hand. So, auf in den Keller. Achso, ja, wir brauchen noch von dem hier 1, 2, 3. Weil wir sind ja auf der Jagd nach neuen Ressourcen. Und deswegen nehmen wir uns jetzt dieses wunderschöne Gerät mit nach unten in den Keller. Muss eigentlich wieder so ein bisschen diagonal laufen, sonst bleiben wir da wieder an dieser virtuellen Kante hängen. Diese neuen Ressourcen sind zum Beispiel diese dort. Was? Cool. Sticky Pistons. Interessant, ich habe ihn gar nicht gehört. Habt ihr ihn gehört? Das ist echt so schlecht gerade. So. Düster ist die Nacht. Tief das Loch. Naja, gut, dann würde ich sagen, gehen wir hier gleich mal weiter runter. Wir benutzen die Eisenhacke natürlich auch nur für eine Sache, und zwar um zum Beispiel Gold zu schürfen. Also vielleicht auch für zwei, drei Sachen. Für Klötzchen, die wir anders gar nicht kriegen, wird sie verwendet. Ansonsten bleibt sie schön, schön, schön in der Tasche. So, jetzt können wir uns hier langsam nach unten bewegen. Eigentlich müssten wir erstmal da nach oben schwimmen. Nämlich den Zufluss an Wasser mal kurz aussetzen. Vielleicht schon mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. So, das ist ja auch gut. Ist schon ein bisschen Licht im Dunkeln. Also von der Seite waren wir da auch schon wieder dran. Haben wir viel erkundet in den letzten Streams. Ja, und wer es nicht mitbekommen hat, wir haben so einen leichten World Reset hinter uns. Einmal ist Minecraft nach der Aufnahme abgestürzt. Und dadurch sind einige Änderungen, die hier gemacht wurden, leider, leider, leider verloren gegangen. Deswegen müssen wir jetzt große Teile dieser Höhle hier neu erkunden. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Das ist ja nicht so, dass es wirklich stören würde. Dann machen wir die Sache einfach nochmal. Weil so komplex wie das Höhlensystem hier ist, ist es dann auch nicht ganz so schlimm, wenn wir hier einen Weg zweimal gehen. Es sei denn, ihr guckt euch jetzt alles so in der Reihe an, dann könnt es ein wenig nerven, aber dann bitte ich um etwas Verständnis, falls dem so sein sollte. So. Ja, und ihr merkt schon, diese Playlist ist angefüttert mit Mysterie. Ha, und da unten ist angefüttert mit Skelett.
Das passt sie für unseren Ausflug hier. Wie die Faust aufs Auge. Da ist noch einer. Slime. So, sollte erstmal reichen. In die Richtung haben wir es abgesichert. Und ja, ich habe heute... Oh, was für ein schöner Lavasee. Ich habe heute auch nochmal probiert, die Shaders, das sogenannte Shader-Mod, zu installieren. Aber leider musste ich feststellen, dass wir dann Frameraten um die 2 oder drunter hätten bei der Aufnahme. Und es muss ja auch nicht sein. So, dass wir es so haben wollen. Aber wir haben echt Glück hier. Echt Glück hier in der Höhle. Ach nee. Ja, das kann hier erstmal so schön versperrt bleiben. Das müssen wir erstmal gar nicht öffnen. Ist vielleicht auch ganz gut so. Wir sind ja immer noch beim Sichern dieses Bereiches hier. Wo mir gerade auffällt, dass meine Maus ein bisschen träge ist. Ein wenig träge. Aber gut. Weil eigentlich sind wir ja nur auf der Suche nach einem. Und zwar Diamanten. Das wollte ich doch gar nicht tun. Um uns ein wenig Diamantenwerkzeuge endlich bauen zu können. Um dann halt hier unten zum Beispiel den Obsidian abzubauen oder ähnliches. Redstone wäre ja auch nochmal so eine Variante, die ganz interessant wäre, wenn sie dann mal irgendwann zur Verfügung stehen würde. Weil wir haben ja schon das erste oben in der Karte, wo Redstone definitiv sinnvoll wäre. Also eine Schaltung zu implementieren, zu bauen. Und zwar bei unseren wunderschönen Falltüren, die wir oben haben. Vor dem Eingang. Da könnte man so einen schönen Schalter vormachen und alle auf einmal auf, alle auf einmal zu. Das hätte schon was. Hätte ich nichts gegen. Hätte ich gerne so. So, jetzt haben wir das hier. Genau, und hier ist nochmal was. Ich habe es gefunden. Redstone. Geht das? Ja, das geht. Tja, wenn man davon redet, passiert es auch schon. Redstone gefunden. Wie viele haben wir? 18 Redstone. 18 Redstone ist nicht so viel, aber immerhin mehr, als wir noch vor 5 Minuten hatten. Sollte erstmal einen Moment lang reichen. Und ich finde immer noch, Minecraft ist ein bisschen leise gegen den Rest. Ah, okay. Verstehe. Wenn man das lauter dreht, dann wird es auch lauter, ne? So. So. Das heißt... Ah ja, besser. Jetzt hört man auch die Schritte. Jetzt können wir uns auch erstmal wieder... neue 32 Fackeln machen. Ja. Klingt definitiv besser als eben. Als es eben noch klang. So. Zack. Wassereinbruch weg. Ein bisschen weiter absichern.
Da ist er. Der nächste Redstone. Sieh ihn schon funkeln. Nur noch hier mal drüber. Genau. Mehr Redstone. Sehr schön. Brauchen wir nur noch Diamanten, um Obsidian zu farmen, um in den Nether zu kommen. Warum will man da hin? Aus mehreren Gründen. Dort gibt es nämlich... Upsala, da fällt mir gerade wieder auf. Ich benutze ja die komplett falsche Hacke. Naja, Ressourcen schon, wenn es einem einfällt. Dort gibt es nämlich mehrere Sachen, die... so unpräzise gehauen, dass es so lange gedauert hat. Unglaublich. Unglaublich. Glaubst du überhaupt nicht. So unglaublich ist das. So. Auf geht's. Auf jeden Fall, dort gibt es dann Danke, Gehirn. Oder Feinmotorik in diesem Fall. Hängen wir sie mal da auf die Fackel. Und dort gibt es Glowstone. Oder auch die, ach mein Gott, Blaze Rod, glaube ich, im Englischen. Also dieser Feuerstab. Ich glaube, das ist die deutsche Übersetzung, die sie gefunden haben. Womit wir dann einen Brauchstand bauen können. Oder ein Achievement Table. So, irgendwie merkt er sich das nicht. Dass er es leise lassen soll. Dann müssen wir jetzt mal ein, zweimal noch rüber. Und da klingelt mein Telefon, von daher Aufnahmepause. Bis später.